Wer als Bestes aus dem Gate rauskommt, es ist wiederum Ferdinand Reis. Vorhin haben sie ihn in der letzten Kurve geschlagen. Jetzt ist er ein bisschen vorsichtiger und setzt gleich 1, 2, 3, 4 Meter hinter vor sich. Und auf Platz 2, das ist Diego Segantini. Auf Platz 3 der Anatale Oscar Bohne, Platz 4. Die 566 der Raimund Heidrich, so geht's auf die dritte Gerade und vorneweg der Ferdi immer noch auf 1. Diego versucht jetzt obenrum und muss ein wenig vom Gas runtergehen. Platz 1 Ferdinand Reis, Platz 2 Diego und Platz 3 Oscar Bohne.